So, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Arche Interporn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange nichts mehr mit den Vögeln gespielt. Aber da kommen wir schon rein. Wir haben eine neue Hütte. Die Hütte ist übrigens rosa. Die Zeit läuft wie immer normal weiter. Und Bonner schläft mal wieder mit seinem Rucksack. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben mit dem Haus und es zu rosa gemacht. Naja. Was soll's? Egal. Erwin hat natürlich auch seine eigene Bude. Hier oben, glaube ich, ist das. Hier oben wohnt der weiße Erwin. Genau. Ist ein bisschen grell hier oben, hm? Während sich die Arche hier unten beglücken muss. Danke, Arschloch, und jetzt verpiss dich. Alle außer mir. Gibt's da nicht noch einen Eingang? Nein, es gibt hier keinen Eingang. Und jeder von den Sackgesichtern hat einen eigenen Schlafsack. Ja. Weißer Erwin schwimmt gerade um sein Leben. Vielleicht sollte ich auch mal hier ihn hier ins Wasser schicken. Schwimmen. Er kann deswegen dort angeln, weil er wahnsinnig ist. Deswegen. Und weil er mit Klamotten baden geht. Er hat Angst im Wasser. Erwin? Nicht doch. Du musst da nicht schlafen. Du hast dein eigenes Zimmer. Du musst dich nicht wie die Arche Deppen in so einen Schlafsack legen. Ich weiß gar nicht, können Vampire eigentlich schwimmen? So wie es aussieht, ja. Egal. Was ist denn das hier? Oh. Ach ja, stimmt ja. Die Anlage ist ja immer noch am Arsch. Und auch hier gammelt's wieder. Wunderschön. Natürlich. Umschalten auf benutzerdefinierte. Der Sender ist bereits eingestellt. Lautstärke ändern. Sag mal, ist die Musik etwas leis oder ist es... Der Zündelmeister, der frisst wie ein Schwein, der Zündelmeister. Der Anton, der frisst wie halt der Schwein. Nur fressen kann. Wie jetzt? Der will jetzt schlafen gehen. Karriere. Wie sieht's denn aus? Energie, da ist doch noch irgendwas zu machen. Hallo? Der Schulbus für Bonner kommt in etwa einer Stunde. Ja, das ist schön für euch. Na komm. Zaubertrank entdecken. Stinksafttrank herstellen. Durch einen Schrotthaufen buddeln. Wirst du eh nie, aber hey, passt schon. Was hatten du? Stinksafttrank. Vampir treffen, Zaubertrank entdecken. Die wollen alle nur das machen. Kissenschlacht mit Bonner Arschtreter, Zaubertrank entdecken. Ach herrje. Etwas im Wert von mindestens 50 Simoleons anfertigen, eine Tonskulptur anfertigen, mit zwei Stars anfreunden, das kannst du gleich mal knicken.
Ein Objekt kaufen. Stock, ja, Stock im Arsch wahrscheinlich. Schon wieder so ein Stock. Nee, nach Frankreich wollen wir nicht. Ich glaube nicht, dass die Franzosen euch meine Fresse, ey. Abschlussball besuchen, Vampir treffen, Zaubertrank entdecken. Und er möchte gerne Energie aufladen. Und ein Schwarz-Weiß-Foto machen. Oder jemanden einladen. Dann machen wir lieber Energie aufladen. Was denn los, Arschloch? Junge, wenn du mich verarschen willst, musst du ein bisschen früher aufstehen. Junge, 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 du weigerst dich? Das wird dir nicht gut bekommen, mein Freund. Wer sich weigert, kommt nicht weit bei mir. Wie wär's denn mit Tanzen? Möchtest du gerne tanzen? Wenn er tanzen kann, dann kann er auch arbeiten. Aufsammler anfertigen. Sag mal, Vogel. Ich hab da kein Problem mit. Pfütze aufwischen. Drecksauto. Du alte Wildsau. Glückwunsch, A. Punkt hat für die Fähigkeit Kochen soeben Level 3 erreicht. A. Punkt, Arsch. Punkt. Arschloch. Arschfalde. Um es genau zu sagen, ne? Arschfalde kann neue Rezepte in der Buchhandlung kaufen und sie sich sonst wohin schieben. Natürlich. Der Ofen schaut mal wieder herb aus, ey. Ich möchte gern wissen, wo die essen eigentlich. Weil der Tisch ist voll, das ist voll, das Ding hier, das stinkt ja zum Himmel. Das lassen wir außen stehen, das kann ja rumgammeln, so viel's will. Wie sieht's denn aus? Willst du jetzt endlich mal hier weitermachen? Er mag einfach nicht, ne? Der Zündelmeister. Hier wird nicht geduscht. Du bist gestresst und angespannt. Du stinkst wie ein Ebe aus dem... Naja, genauso aus dem Hals wie aus Rektal hier so. Pff. Geh halt schlafen, du Penner. Für dich gibt's nur das hier. Ne? Wo rennen denn die mit dem Delle jetzt hin, ey? Ach, die rennen da raus. Okay. Was ist denn mit Captain Blaubart? Ach, was willst denn du? Du willst doch wohl jetzt nicht Reste wegstellen. Nein, 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 nein. Das Verschimmelte wird gegessen, das muss weg. In diesem Haushalt wird nichts weggeworfen, es wird alles schön aufgefressen. Dazu, mir auf damit. Lass den Abfalleimer stehen. Jawohl, stell den Teller dahin. Da steht er gut, würde ich sagen. Oh, der ist freiwillig ins Wasser gegangen. Es ist Montag, 11.18 Uhr. Wie, keine Tagespflege heute? Hast du gekündigt oder was los? Karriere, Lohn 300. Er ist immer noch in der Tagespflege tätig. Er ist im Dienst, aber keine Sau ist gekommen heute. Dafür haben wir Zeitung bekommen. Soll ich sie wegwerfen? Ja, werfen wir weg.
Es wird gearbeitet. Bonner ist. Rumgammeln in der Schule natürlich. Wie soll es für einen Archefaschisten auch anders sein? Hier wird rumgegammelt. Jetzt werden wir mal die Kleider von der alten Sau hier. Oh nein, ist das ekelhaft. Ich bin blind. Nein, ich bin blind. Ah, ich sehe nichts mehr. Igitt, die hat hier einen nackten Arsch in die Kamera gestreckt. Wie wär's, wenn du mal abhauen würdest? Nein, hier wird nicht aufgeräumt. Hier wird sauber geleckt. Aufräumen. Du Irre. Kann ich da was machen? Weißt du, Erwin, was hast du vor? Du läufst so komisch. Oh, Entschuldigung. Natürlich. Waffeln essen. Natürlich. Weißer Erwin darf natürlich nur die normalen Waffeln essen. Er ist ja immer noch Imperator des Bösen. Ich hab gedacht, ich hab aufgegeben den Job. Nein! Selbstgespräche führen. Wie wär's, wenn du mal hier hingehen? Die Fahrgemeinschaft für Lotti fährt in etwa einer Stunde. Das interessiert mich sowas von herzlichst wenig. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das geht mir am Arsch vorbei. Kassenexperte. Einkaufsmarktkassenquäler. Wo habe ich denn das gelesen? Ja, lauf, so schnell du kannst. Lauf, lauf, du Lappen. Nimm die Beine in die Hand. Etwas Fähigkeit, Geschicklichkeit lernen. Einen Berg Simoleons von Daniela schnorren. Hat du einen Vogel? Kissenschlacht mit Sim liefern? Nein. Weder das eine noch das andere kriegt. Erwin, was hast du vor hier? Stell den Teller wieder hin. Die Klasse von Bonner unternimmt morgen einen Ausflug an den Ort Mausoleum der Familie Cholina. Cholina ist tot? Die Cholina ist tot? Hab ich gar nicht gewusst. Möchtest du die Erlaubnis unterschreiben, dass Bonner teilnehmen darf? Er wird halt von eventuellen außerschulischen Aktivitäten freigestellt. Nein. Ein Bildhauer sieht die Welt als eine Leinwand. Wirst du Thron oder Eis formen? Weder noch. Gib ihm bloß keine Kettensäge in die Hand. Erwin, geh mal dahin. Jungs, 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 wir müssen uns langsamer unterhalten. Abschließend alle außer mir. Manche Sims trainieren bloß, um mal überflüssige Pfunde loszuwerden. Ach so, weil er im Wasser rumschwimmt. Aber wir wissen doch alle, Scheiße schwimmt immer oben. Sieht aus, als sei einen Streich gespielt worden. Sie muss duschen oder eine Kommode benutzen, um an Kleider zu kommen. Das ist jetzt natürlich nicht so toll, weil in dem Moment ist Bonner von der Schule heimgekommen. Wo ist denn die alte Ziege eigentlich? Ach, guck mal an, weißer Erwin. Wo ist denn die alte Kuh? Die ist auf der Arbeit. Wieso ist sie auf der Arbeit? Er ist nach Hause gehen. Der war weg, hab ich gar nicht gewusst. Ich habe die Nase gestrichen voll, du nimmst dir jetzt eine Auszeit. Ich würde dir ein Taschentuch empfehlen, du Arschlappen, du Dämlicher. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht, der Blödel?
Auszeit vor Ort nicht bestraft zu werden, ist schon peinlich genug, aber wenn man dazu noch vor allen Augen in der Ecke stehen muss, würde man am liebsten im Boden versinken, wegen schlechten Noten. Ach so. Daran wird sich aber auch nichts ändern. In Schwierigkeit geraten. Es ist allseits bekannt, dass Vampire keine Sonne mögen. Wenn sie ihre Strahlung zu lange ausgesetzt sind, verlieren sie ihre übernatürlichen Kräfte. Pff.